Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und herzlich willkommen zu Mass Effect Andromeda. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich meine, man hat schon gehört, das Spiel hat so ein, zwei technische Schwächen, aber ich hoffe, die Story wird einfach richtig gut. Ich hoffe, das wird wieder ein richtig gutes Rollenspiel mit schönen Shooter-Elementen. Gerade frisch rausgekommen, ne? Es ist mitten in der Nacht hier. Ich hau einfach mal auf die Leertaste. Und dann erstellen wir uns vielleicht einen eigenen Charakter. Einstellungen habe ich gerade schon vorgenommen. Habe einen eigenen Charakter. Wir spielen mit englischer Sprachausgabe und deutschen Texten und Untertiteln. Riders Entscheidungen können bleibende Konsequenzen haben. Treffen Sie sie sorgfältig. Ja, gut, okay. Ich habe erstmal alles auf Ultra gestellt. Ich muss gucken, wie das hinhaut nachher. Ob mein System damit klarkommt, weil mein Prozessor halt schon ein bisschen älter ist. So sehen wir normalerweise aus. Okay, männlich aussehen. Anpassen. Wie? Okay, jetzt das Standardaussehen. Hier haben wir das individuelle Aussehen. Aber mal gucken, was können wir denn hier machen? Achso, wir können erstmal nur Köpfe durchschalten, wie es aussieht. Okay. Ja, hübsch sind die aber alle nicht, ne? Also, irgendwie. Individuell ist gesperrt, okay. Okay, gut. Wieder, das war jetzt alles? Das war alles? Okay, dann behalten wir das Standardaussehen. Das war ja krass. Wählen Sie die Spezialausbildung aus, die Ryder vor dem Aufbruch mit der Andromeda-Initiative in der Milchstraße erhalten hat. Ich kann es gar nicht glauben, hier muss es doch noch mehr geben, oder? Ich meine, kann ich hier wirklich nur. Ich suche jetzt hier so einen Kopf aus. Ach so, hier oben kann ich. Okay, also Hautton, kann ich jetzt hier rumspielen. Augenbrauen. Boah. Das ist nicht so spannend, ne? Ja, das geht halt. Upsi, irgendwas. Na, vielleicht Ultra-Einstellung doch ein bisschen zu hoch. Weiß ich nicht. Wir werden es testen. Also man kann hier so das standardmäßig halt so ein bisschen. Das ist jetzt nicht spektakulär, was man machen kann. Ich meine, man kann nachher schon was Individuelles basteln, aber beeindruckt bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht von diesem Editor. Was gibt es denn hier? Frisur. Ah, okay. Ja, fangen wir vorne an. Frisur 0. Was sind das hier? So 12 Frisuren vielleicht? Oh, weniger, oder? Und es sieht auch alles nicht so richtig hübsch aus. Also da könnte man eigentlich ein bisschen besseren. Das sieht alles so verklebt aus, diese Frisuren. Wenn man sich hier mal den Afro oder sowas anguckt, ne? Das sind keine hübschen Texturen hier irgendwie. Haarfarbe? Okay, da haben wir so ein ganzes Gitter hier. Ist natürlich super nett. Ach so, kann ich hier irgendwie. Ja. Okay, ja, warum nicht? Gesichtsbehaarung, dreh dich mal um, guter Mann. 8 Werte haben wir zur Auswahl.
alles nicht sogar, also Augen. Was hier? Die äußere Farbe. Achso, von der Iris. Okay, da kann man tatsächlich richtig schöne Sachen machen. Das gefällt mir. Innere Farbe, echt jetzt? Achso, da kann man noch so ein Iris-Ring, ne? Ah, okay, gut. Aber die, achso, Augenform hatten wir irgendwann schon festgelegt. Make-up. Lidstrich. Okay. Da können wir auch noch mit Deckfarbe irgendwie, also mit bestimmen, wie viel Deckung da ist. Farbe können wir hier wieder wunderschön anpassen. Dann können hier halt auch komplett dieses Rad einmal drehen. Lidschatten, okay. Gucken wir mal. Ach ja, hübsch. Kann man halt auch wieder die Deckkraft, ne, die Farbe wieder schön hier. Lippenstift. Okay, also da kann man tatsächlich. Oh, den Gloss kann man einstellen. Ja, richtig krasse Auswirkungen hat das allerdings nicht, ne? Die Farben hier wieder schön, den Rouge, okay. Ja, es sind alles so im Prinzip die gleichen Muster, die man hier wählen kann. Oh, und Narben. Narbengewebe, Narbenstil, okay, gucken wir mal. Was ist denn diese Narbe? Ich stelle mal die Narbenintensität hoch, damit man hier was sieht. Okay, da haben wir eine Narbe mitten auf der Nase, klar. Wo ist die Narbe? Ah, hier drüben auf der Wange. Was soll denn das sein? Gegen Gitter gerannt, irgendwie gegen Heißes oder was? Oh, das sieht unangenehm aus. Ah, das auch. Also von der Quali bin ich jetzt noch nicht so richtig beeindruckt, muss ich sagen. Von der Qualität der Charaktere. Es sieht alles sehr comichaft aus, auf jeden Fall. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ein bisschen, ach so, hier drüben ist es, ein bisschen realistischer ist. Okay, das sind auch alles nur Gesichtstattoos, ne? Und Hals. Na gut, der Rest steckt wahrscheinlich eh die ganze Zeit in irgendeinem Anzug. Wo ist das Tattoo hin? Ah, hier drüben. Okay. Ja, von daher ist es schon verzeihbar, dass es jetzt keine krassen Arm-Tattoos gibt. Nice. So, Tätowierungsfarbe, okay. So, Aussehen anpassen, da nehmen wir einfach das Standard-Aussehen. Zack. So, Ausbildung ist, glaube ich, viel interessanter. Aktuelle Ausbildung Sicherheitspersonal. Gucken wir mal. Also Sicherheitspersonal. Während Ihrer Zeit beim Allianzmilitär haben Sie so viel wie möglich über Waffen und Taktiken gelernt. Anfangskraft Betäubungsschuss. Okay, verschießt ein wärmesuchendes Projektil mit hoher Durchschlagskraft, das Gegner zu Boden schleudert. Wärmesuchendes Projektil. Okay. Turbolader. Beträchtliche kurzzeitige Verbesserung von Waffenfeuergeschwindigkeit und Thermomagazineffizienz. Der Kampffitness erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Der Biotiker. Sie wurden beim Allianzmilitär als designierter Biotiker eingesetzt und haben ihre Kameraden mit ihrer Fähigkeit unterstützt, Masseneffektfelder zu kontrollieren. Anfangskraft werfen benutzt ihre biotischen Kräfte, um einen Gegner durch die Luft zu schleudern. Klar, Singularität erzeugt ein Strudel der Gegner, die hineingeraten, festhält und außer Gefecht setzt. Barriere verstärkt die Verteidigung mit einer leistungsstarken biotischen Barriere. Techniker. Als Techniker im Allianzmilitär haben sie gelernt, wie man Drohnen bedient und feindliche Systeme hackt. Anfangskraft Überlastung löst eine elektrostatische Entladung aus, die Schäde und synthetische Feinden hohen Schaden zufügt, kann auf mehrere Ziele überspringen. Oh, hier gibt es noch mehr, oder? Nee, das gibt es nur hier.
Invasion hackt sich in Panzerung und Waffen ihrer Gegner, infiziert sie mit einem Computervirus zur Schwächung der Verteidigung und kann sogar auf Feinde in der Nähe überspringen. Oh, das hört sich aber cool an. Ich spiele ja gerne so technikaffine Charaktere. Teamunterstützung entwickelt spezialisierte Technologien, um die Überlebenschancen ihres gesamten Trupps zu verbessern. Das hört sich ganz cool an. Anführer. Sie haben sich beim Allianzmilitär als Teamplayer mit Führungsqualitäten erwiesen und in enger Zusammenarbeit mit ihren Kameraden für deren Sicherheit und die Sicherheit anderer gesorgt. Energieentzug entzieht Energie aus den Schäden ihres Ziels und stärkt damit ihre eigenen, besonders effektiv gegen synthetische Gegner. Freigeschaltete Fähigkeiten. Auslöschung erzeugt eine sich bewegende Aura von Masseneffektfeldern um sie herum, das Gegnern in der Nähe langsam aber stetig Schaden zufügt. Das Aura. Okay. Teamunterstützung entwickelt spezialisierte Technologien, um die Überlebenschancen ihres gesamten Trupps zu verbessern. Kämpfer. Wenn es zum Kampf kam, waren sie immer als Erster dabei, meistens im Einklang mit dem Protokoll des Allianzmilitärs, allerdings nicht immer. Anfangskraft, Sturmangriff. Sie stürzen sich auf Gegner wie ein Komet und stellen beim Aufprall einen Teil ihrer Schilde wieder her. Okay. Freigeschaltete Fähigkeiten, Kampffitness, erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Das hatten wir beim Sicherheitspersonal auch. Sturmangriff, siehe oben. Oh. Okay. Agent. Sie haben beim Allianzmilitär das Verhalten bei Geheimmissionen und dabei von Spezialeinheiten eingesetzte Technik studiert, konnten dieses Wissen aber von der Andromeda-Initiative nur selten verwenden. Taktische Tarnung. Sie werden mit Hilfe von Lichtkrümmungstechnologie kurzzeitig unsichtbar. Wenn Sie durch einen Angriff die Tarnung aufheben, erhalten Sie einen großen Schadensbonus. Das ist natürlich ganz cool. Kampffitness erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Taktische Tarnung, siehe oben. Also der Techniker, er hört sich ganz cool an. Weil er halt so mehrere Angriffe irgendwie hatten, aber ich glaube, wir fangen mit dem Agenten an. So, Namen festlegen, da lassen wir einfach Scott Ryder. Zwilling anpassen. Da lassen wir auch das Standard aussehen, würde ich sagen. Vergangenheit anpassen. Wählen Sie das Geschlecht des legendären Commander Shepard, erster Spectre der Menschheit und Held der Citadel. Aktuelle Vergangenheit, männlicher Shepard. Was gibt's denn da? Achso, männlicher Shepard. Okay. Da können wir wirklich nur das Geschlecht auswählen. Ich habe ja mit einem männlichen Shepard gespielt. Deswegen lassen wir den hier männlich. Charakterdaten hochladen. Nein. Bestätigen und Spiel starten. Das hört sich doch vernünftig an. So, also wir können jetzt hier uns auswählen, ne, Geschichte. Dieser Schwierigkeitsgrad ist für Spieler gedacht, die mehr an der Geschichte als am Kampf interessiert sind. Das sind nicht wir. Leicht, dieser Schwierigkeitsgrad ist für Spieler gedacht, die keine Erfahrung mit Shootern haben. Die Herausforderung ist entsprechend niedrig. Normal, dieser Schwierigkeitsgrad ist für Spieler gedacht, die schon Erfahrung mit Shootern und Rollenspielen haben. Er bietet die normale Kampferfahrung von Mass Effect extrem. Dieser Schwierigkeitsgrad ist für Spieler gedacht, die eine Herausforderung suchen. Fortgeschrittene Fähigkeiten im Umgang mit dem Gameplay sind erforderlich. Im Umgang mit dem Gameplay, auch eine geile Formulierung. Wahnsinn! Dieser Schwierigkeitsgrad ist für Spieler gedacht, die ultimative Herausforderung suchen. Ja, das sind wir, würde ich sagen. Also wenn Mass Effect jetzt wirklich so ein Hardcore-Spiel wäre, würde ich sagen, ist Wahnsinn vielleicht so für ein blindes Playthrough nicht geeignet, aber ist es nicht und von daher müsste es eigentlich klar gehen, denke ich. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Wir spielen, wie gesagt, mit englischer Vertonung, deutschen Texten einfach, weil mir die deutsche Vertonung überhaupt nicht gefällt. Und was ich schon wieder an Übersetzungsfehlern allein in den Trailern gesehen habe, ließ mir schon wieder die Haare zu Berge stehen. Also in den deutschen Trailern wohlgemerkt, ne, wirklich offensichtlich grobe Schnitzer in einem Trailer. Ja, Wahnsinn. Na, trinke ich direkt noch einen Schluck. Nehmen wir. Möchten Sie das Spiel starten? Ja, klar, ja. Was ist los? Auf geht's. Aussehen des Charakters wird exportiert, ja, weil wir so viel verändert haben.
Every great moment in our history began with a dream. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery, to see the unknown. Others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality. Hey, danke für diesen Untertitel auf jeden Fall, EA. We made it. Deep breaths. You're gonna wanna take it easy. I've been taking it easy for 600 years. Ryder, Scott, Recon Specialist, Pathfinder Mission Team. Pathfinder Team, eh? The ones finding us a home. Can you make it somewhere tropical? Nice, warm ocean, summer year-round? How about we get him a cup of coffee first? Ja, das wäre doch echt geil, oder? So ein Planet. The selection process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. Scott Ryder, let's get you checked out. Look here. After discovering an unusually high ratio of potential candidates or golden worlds, the Helios cluster was selected as our destination. Now you are a part of the first wave of Arcs arriving in Andromeda, our new home for humanity. Makes it sound so easy, doesn't it? Okay, emotional, logisch, zwanglos oder professionell. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Also wir können jetzt entweder zwanglos oder professionell arbeiten. Antworten natürlich. Zwanglos, würde ich sagen, ne? I hope not. I signed up for a little adventure before we settle down. Well, buckle up. Sounds like you'll get your wish. Yeah. Over here now, the Pathfinder wants you all on your feet right away. He said mission ready within the hour. Any idea why? No,
But I'm guessing that's where your adventure comes in. Okay, everything checks out. Just one more thing before I send you on your way. Let's test your SAM implant. Sam, are you monitoring? Sam, are you online? Yes, Dr. Tapero. Good morning, Ryder. Are you feeling well? Okay, Frage. Ich habe keine Ahnung, wofür das hier steht. Achso, das ist einfach so eine Entscheidung. Wir fragen mal nach dem Implantat, würde ich sagen, oder? Was macht denn unser Implantat? I just need a second to get my bearings. What's this about my implant? A routine check. After being in stasis, we want to make sure the connection's still live. As the team's mission computer, your well-being is my primary concern. Assuming the implants work as advertised, Sam sees what you see, in theory. We won't know for sure until we get you in the field. How are you feeling, otherwise? Ja, geil. ungetestete Implantate, live bei uns auf einer Mission, die absolut kritisch ist. Für die Menschheit wahrscheinlich, vermute ich, zumindest für uns. Voller Tatendrang sind wir. I'm ready to get to it. Readings confirmed. I detect an increased level of adrenaline in your system. The neural implant is functioning properly. Caffeine always did make me jumpy. You're all done. Let's get you on your way. Though you may want to hang around while we revive your sister, it always helps to see a familiar face. I don't like the sound of that. Oopsie. What's happening? It broke free! Just hang on! Engineering, report! Try to brace yourself! Remedy cryo bay is offline. I'm almost inside! Hold on! Okay, ein bisschen Tutorial hier. Nach dieser dramatischen Szene. This is Cora. I'm at the cryo bay. Brace for a reset. Everyone okay? I think so. What happened? We're not sure. Sensors are scrambled. But it's good to see you're up. Feels like centuries since we spoke. This is the Pathfinder. Mission teams continue preparations. Cora, Riders, report to the bridge. You heard him. Let's get... We have a problem over here. It's Sarah Ryder. Oh no. Was war das gerade für ein Gesichtsausdruck, Junge? War das Sorge? War das... Nee. What's wrong? I don't know. Have to check it out. Well, it looks like some sort of power surge hit the stasis pod. So halten. Scott. Is my sister okay? Sarah's fine. Her vitals are strong. But the revival procedure was interrupted. Please report any further variances to engineering. I don't like the sound of that. Don't worry. It just means the process could take a bit longer than usual. Sam? My connection to Sarah's implant was suspended. However, her pulse, respiration, and brain activity are all normal. To be on the safe side, we'll need to keep her in a low-level coma for a while, then let her body regain consciousness naturally. She'll be fine. Glad to hear it. Thanks, Lexi. Keep us updated. Ryder, I'll wait for you at the door, whenever you're ready to go. Ja, nee, ich muss mich ja noch ein bisschen umschauen. Da ist auch noch ein Flugkapsel. Round the clock monitoring. We don't know if they're in true stasis anymore. Right. So parts of the body could be waking up. But others aren't. We can't be sure just yet. Don't worry, Ryder. We'll take care of her. She'll make it. Ja, ja, mach dir keine Sorgen, sagt sie. Das ist meine Schwester. Achso, wir sind Zwillinge, ne? Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob es meine jüngere oder meine ältere Schwester ist. Aber wir sind Zwillinge. Still in stasis. Vitals look good. Warte mal, habe ich nicht irgendwie so einen Scanner oder sowas? Ich habe keinen Scanner, alles klar. Hi there, I'm Gian Garson, founder of the Andromeda Initiative. I'm here to welcome you to a whole new galaxy. The good news is... The hard part's over. We're here. If you have any questions now, just ask.
Oh, geil. The Andromeda Initiative encompasses all colonization efforts, including ARCs, Pathfinders, Outposts, and the Central Support Hub, the Nexus. The current location of the Nexus is unknown. Status of Outposts are unknown. Na, super. I'm Gian Garson, founder of the Initiative. I think it's important we take a moment to reflect on the principles that brought all of us together. It started with a vision of a better future. A vision that you shape. Life in Andromeda can be anything we dare to dream. And I'm proud to help make those dreams come true. Drop me a note sometime. I'd love to hear how we're doing. Okay, was gibt's denn noch Schönes? Die Pathfinder, ne? The Pathfinder is responsible for exploring and assessing new worlds for outpost placement and settlement. Each ARC is led by a Pathfinder who represents their species. The active duty Pathfinder assigned to ARC Hyperion is Alec Ryder. Current duty roster shows you are assigned to the Pathfinder Mission Team, Specialist Ryder. Ach, kann uns sogar direkt identifizieren hier, der Informationsbord, Display. The selection process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. After discovering an unusually high ratio of potential candidates for Golden Worlds, the Helios Cluster was selected as our destination. Now you are a part of the first wave of ARCs arriving in Andromeda, our new home for humanity. Once the Pathfinder team's assessment is complete, Habitat 7 has been selected as the most likely candidate for colonization. Ja, na, so ein Glück, dass hier irgendwas im Weltraum rumguckt, was uns so ein bisschen, ja, das Schiff kaputt macht. Your current location is ARC Hyperion, housing the human population. ARC Parchero, the Solarian vessel, confirmed departure in 2185. The Asari ship, ARC Lucinia, confirmed departure that same year, as did the Turian ARC Natanis, embarking in 2185. Okay, wir sind also nach Rassen getrennt, auch merkwürdig eigentlich. At present, ARC Hyperion has arrived in the Helios Cluster. Further mission updates are offline due to technical difficulties. As Recon Specialist, you are tasked with supporting the authentication of Golden World sites through exploration, mapping, and scientific analysis. Currently, you are to report for duty on the command bridge. Ja, gute Idee, könnten wir direkt mal machen. So, das. Oh, Haze. It sounds amazing, doesn't it? Right up until you lose gravity. Ja. I've dreamed about this my whole life. I sure hope it matches the brochure. So ein bisschen Gravitation verlieren ist doch nicht weiter schlimm. Ist noch eine Kryokapsel. Alles gut bei euch, Leute? Geht? Nice and easy. Just take deep breaths. Ganz genau. Floating? Had a little hiccup with the gravity. What day? When is it? It's been 600 years. We're in Andromeda. It worked? So far, so good. How do you feel? Like I've got the world's worst hangover. Das hört sich fies an, ne? Man wacht auf und ist dann direkt. Another colonist here. They need you on the Pathfinder mission team. Let's get you ready to go. So soon? Probably has to do with whatever knocked out the gravity. Alter, Scott ist echt twitchy, ne? Okay, das ist also einer von unserem Team auch. Greer. Merken wir uns mal. Sweet dreams. Weird. How do you mean? I don't remember dreaming or anything. One minute I'm in the Milky Way getting ready to sleep, and the next... You're 2 million light years away. No joke. We really flew that far. We really did. Welcome to Andromeda. Yo. Got any food? I'm starving. Cora Harper, report to the bridge. With some liquid protein. Lecker. Pancakes? Your digestive system hasn't handled solid food in over 6 centuries. We need to go slow. Right. Man, just hearing that out loud. 6 centuries. Yep. All without pancakes. What about liquid pancakes?
Sorry, lecker. Mushy, milky stuff. Tastes like paste. Well, you're not getting a tip. Das hört sich lecker an. Aber gut, ich meine Proteinshake, ne? Thank God nobody was in this. Engineering, this is Cryo Bay. We've got a pod that was damaged and lost gravity. You'll probably want to send something over. Ja, das Priorität ist, Teil zu reparieren. Ich meine, wir sind da. Ich frage mich, warum ich hier bis ganz nach hinten rennen kann. Und hier gibt's gar nichts. Ich irgendwie hochspringen oder so? Nee. Ich kann nicht springen. Okay, also so ein bisschen hier die Stimmung einfangen auf jeden Fall. Ich eigentlich auch. Nee, ich kann sprinten, aber ich kann nicht langsam laufen. Interessant. Hier können wir gar nicht noch mal reden. Datenpad. Ah, was haben wir denn hier? Nachricht von Captain Dunn. Achtung, Besatzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollen. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze. Captain Dunn. Okay. Hört sich nicht so vertrauenserweckend an erstmal. Ein Himmelsphänomen. Fischer. Nobody's eaten in 600 years. No projectile vomiting to worry about. Yay. Engineering, be advised the sensor range. Morning, Ryder. Or afternoon. Or I don't know. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Frag mich nicht. Man, you're a long way from home. Still getting used to it. Where are you from? Toronto. Earthborn, huh? I'm a colony man myself. Prime. You had some trouble there, didn't you? Fighting? Yeah, I lost some friends. Figured it was time for a fresh start. Well, welcome to your new life, eh? Ja, auch eine Motivation. Wir haben es ja gerade schon gehört. Einige aus Forscherdrang, andere, weil sie halt einen neuen Anfang braucht. Ne? Die Kolonisten natürlich als Freiwillige, vermutlich. Good to see you, Ryder. Sorry, still waiting for some coffee. Ja, mit den blauen Anzügen weiß ich nicht, ob das alles Pathfinder sind oder irgendwie militärisches Personal. Ach, das sie, okay, alles klar. Da ist noch ein Datenpad. Also wir lassen es hier ganz ruhig angehen, ne? Keine Hektik. Nachricht von Gian Garson, das ist die gute Frau, die das hier gegründet hat. Und da steht es auch nochmal drunter, die wir gerade am Info-Display schon gesehen haben. Hallo Reisender und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stase erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie die Hyperion verlassen und zu tausenden anderen Kolonisten stoßen. Sie werden Ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem Sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Gian Garson, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ja, wir, das stimmt nicht. Also wir sind ja mit unserem Vater hier und unserer Schwester, ne? Ja, gut gemacht. Well. Enjoy your nap, Ryder. Don't think I'll need sleep for the rest of my life. Maybe another decade or two wouldn't have hurt. Right. Talk to you later. Any more coffee around here? You're on the Pathfinder team, aren't you? Power outages are being reported ship-wide. Then I'd say you've had enough. No time for pit stops. Air crews are investigating. Super.
See you around. Na gut. Was sagt Costa? Hey there. Hell of a wake-up call, huh? Didn't expect that first thing out of stasis. Makes two of us. Hang in there. Catch you later. Okay, meinetwegen. Ja, damit hätten wir uns hier schon mal umgesehen, auf jeden Fall. Aber beim nächsten Mal rennen wir dann zur Brücke, sollen wir, glaube ich, ne? Mit dem Interface muss ich mich auch noch ein bisschen vertraut machen. Also hier Codex, Mission Log und... Was? Wie bitte? Und was es hier noch alles gibt. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir hier weiter unsere wunderschöne Arche, die Hyperion, erkunden und mal gucken, was mit dieser Himmelsanomalie auf sich hat. Ich hoffe, wir finden das irgendwie raus und ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie es erstmal aussieht hier drin. Und es sieht wirklich schlimm hier drin aus. Also macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.